Liebe Whisky-Freunde, zu meinem heutigen Dienstags-Sample-Video will ich mal einer längst vergessenen Abfüllungsreihe huldigen. Und zwar ist es eine von Gordon MacPhail. Und zwar nannte sich die MacPhail's Collection. Und da habe ich hier einen Buna Heaven, 16 Jahre alt, aus dieser Reihe. Das soll im Prinzip ein Sample-Video kombiniert mit meiner kleinen Reihe Lost Bottles sein. Und da hoffe ich, ihr habt Interesse. Bleibt dran. Bis gleich. Ja, willkommen zurück, liebe Whisky-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Schorns Whisky-Ecke. Heute zum Dienstag, wisst ihr ja, Sample-Zeit. Ich will das heute aber mal wieder nutzen, nicht mehr existenten Abfüllungsreihe zu huldigen, wie ich schon gesagt habe. Und zwar ist das von der Abfüllungsreihe von Gordon & MacPhail, die MacPhail's Collection. Und zwar habe ich hier einen Buna Heaven aus dieser Reihe. Die MacPhail's Collection war ganz, ganz viele Jahre am Markt und wurde dann 2018 abgelöst von der Discovery-Reihe. Kennt ihr ja Discovery, diese grünen, lilanen und grauen Dosen? Habe ich auch schon einige vorgestellt aus der Reihe. Und diese MacPhail's Collection war sozusagen der Vorläufer dieser Reihe. Es waren 7 Destillen, die da abgefüllt wurden. Ich kriege sie wahrscheinlich nicht mehr alle zusammen. Also Buna Heaven, Glenturret, Tamdhu, Highland Park, Glenrosses, und noch eine, habe ich jetzt vergessen, ist aber nicht so schlimm, wurden allesamt, wie auch jetzt diese Discovery-Reihe mit 43 Volumenprozenten abgefüllt, waren nicht gefärbt, aber eben doch kühlfiltriert und begannen teilweise schon beim Alter von 8 Jahren. Es gab zum Beispiel einen 8-jährigen Highland Park oder Tamdhu, ich glaube sogar ein Glenrosses mit 8 Jahren. Wenn ihr mal schaut, ihr findet diese Abfüllungen teilweise noch in einigen Shops immer noch für relativ günstig Geld, 40 bis 60 Euro, glaube ich. Aber ich glaube, so wie ich gelesen und gehört habe, sehr schwankend in der Qualität. Ich habe mir heute aber hier mal einen etwas älteren Buna Heaven rausgesucht. Der ist destilliert 1991. Und abgefüllt 2007, also ein 16 Jahre alter Buna Heaven. Wie gesagt, 43 Volumenprozente, nicht gefärbt, aber kühlfiltriert. Und das ist eine rauchige Variante. Also Buna Heaven macht ja nicht rauchige. Und rauchige, die rauchigen, unabhängig abgefüllten, heißen heutzutage meistens Dusha, aber damals eben noch nicht. Und das da verspreche ich mir schon einiges. Das Sample habe ich mir deswegen auch mal geholt, weil es doch schon eine recht alte Abfüllung war, immerhin schon vor, jetzt schon 17 Jahre her, abgefüllt und destilliert schon vor 1991. Also das ist ja schon ganz, ganz alt. Zur Reifung findet man nicht viel. Also bei Whisky Expert gab es überhaupt noch keinen Eintrag. Die Seite gab es vielleicht damals noch gar nicht, wo die auf den Markt kamen. Ich vermute, es ist eine Ex-Bourbon-Fassreifung, wenn man sich die Farbe so anschaut. Es ist ja nicht gefärbt, deswegen, also man hat hier so ein relativ helles Gold. Ja, ich will jetzt nicht sagen Weißwein, aber kräftige Weißweine sehen auch manchmal so aus. Aber 16 Jahre ist immerhin schon mal eine Hausnummer. Also wenn man so einen heute kaufen würde, unabhängig abgefüllt, da wäre man sicher mit 90, 100 Euro dabei. Damals war, glaube ich, der Ausgabepreis 50 Euro, vielleicht 60 maximal. So sieht man eben auch, wie die Preisentwicklung nach oben geht. Ja, dann aber genug geschwafelt. Kommen wir mal zum Whisky. Ja, doch eine schöne, sofort eine schöne süße Rauchnote. Ja,
Ja, wenn man jetzt mal einen Vergleich ziehen wollte, könnte man sagen, ja, Marshmallow über Lagerfeuer, aber das ist dann schon ein relativ kräftiges, aschiges Lagerfeuer. Aber wie gesagt, doch eine schöne Süße von den, ja, im Zweifel Ex-Birkenfässern, immer eine schöne Vanillesüße. Toffee, Karamell. Und wirklich erstaunlich für 16 Jahre doch relativ ordentlich Rauch noch in der Nase, muss man sagen. Alkohol überhaupt nicht wahrnehmbar. Doch also für Rauchliebhaber denke ich eine ganz schöne, solide, gediegene Nase, muss ich sagen. Dann Sláinte. Sehr leicht auf der Zunge, cremig, aber dann nach dem Runterschlucken tritt der Rauch ordentlich an. Braucht auch relativ lange, bis er dann verblasst und dann für diese süßen Aromen Raum lässt. Aber dann ist es schon nicht nur der Vanille, sondern auch ein paar. Ja, aber Südfrüchte kann man sagen, Ananas, vielleicht sogar Mango. Also ein schöner Whisky. Für Rauchliebhaber sicher irgendwas schön Nostalgisches. Alt sowohl vom Destillationsdatum als auch vom Alter des Whiskys. 16 Jahre ist ja heute auch nicht mehr so alltäglich, sag ich mal. Bei den unabhängigen Abfüllungen geht die Tendenz ja immer mehr zu jüngeren Whiskys leider. Aber das ist wirklich eine richtig schöne Abfüllung. Ja, und ich denke, das ist eine reine Ex-Birken-Fassreifung. Würde also heutzutage bei diesen Discovery-Abfüllungen in den grünen Dosen abgefüllt werden sozusagen. Schön. Ist schon was Feines. Also ja, wenngleich natürlich der Alkohol sehr zurückhaltend ist, dadurch wird er schon recht leicht, weich. Aber das ist eben auch ein Whisky, den man gut, ja, im Sommer vielleicht nicht, aber früher, wenn es dann schon ein bisschen wärmer ist. Er ist durch die geringeren Alkoholzahlstärke jetzt nicht so anstrengend, aber trotzdem für Rauchliebhaber was Feines, muss ich sagen. Ja, in diesem Sinne, schaut mal nach, Macphail's Collection ab und an. Also diesen habe ich jetzt nirgendwo mehr gefunden, aber Tamdhu, Glenrosses gibt es hier und da mal noch in einigen Online-Shops, habe ich gesehen. Da kann ich aber jetzt zur Qualität nicht so viel sagen. Dieser 16-Jährige hier heute ist jedenfalls was Feines für mich. Kann man empfehlen, wenn ihr ihn mal seht. Aber ja, Zweitmarkt wird wahrscheinlich der Preis relativ hoch sein heutzutage. Aber es ist wieder mal eine Abfüllung, wo ich sage, ja. Das waren schöne Zeiten sozusagen. Und ja, in diesem Sinne, schreibt mir gerne mal, ob ihr die Abfüllungsreihe kennt, ob ihr vielleicht diese Abfüllung schon mal hattet. Im idealsten Falle würden mich eure Eindrücke mal sehr interessieren. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr heute wieder zugesehen habt. Wir sehen uns am Freitag in alter Frische. Bis dahin, euer Schorn.